reparieren heute diese Monster um 3 Uhr nach, um sie von bösen wieder zu netten Monster zu machen. Was passiert hier, Freunde? Normalerweise sind die Monster gar nicht böse. Sie haben nur einen Chip eingepflanzt bekommen, hier innen drin. Der sie dann zu bösen Monstern macht. Und wenn wir diesen Chip finden und ihn aus ihnen rausholen, dann sind sie wieder liebe und nette Monster. Und das machen wir heute mit Huggy Wuggy, Skibidi Toilet, mein böser Zwilling und Wednesday Adams. Freunde, wenn ihr Tipps für uns habt, wie wir die Monster operieren sollen, dann schreibt sie in die Kommentare. Eure Kommentare werden nämlich direkt hier angezeigt. Hier ist gerade schon wieder einer von euch hat Klo geschrieben. Und dann passieren uns während der Operation weniger Fehler. Lasst uns direkt loslegen. Let's go! So, Freunde, schauen wir mal, was in Huggy Wuggy drin ist. Hallo! Skibidi Toilet, was willst du denn hier? Skibidi Toilet ist müde und will schlafen. Gib mir ein Bett. Wie, du willst schlafen? Oh, das hier sieht gemütlich aus. Oh, Freunde, hat Huggy Wuggy gerade einfach auf den Boden geworfen. Und jetzt legt er sich einfach hier, glaube ich, hin. Ja. Nimm eine Decke, Dr. Light. Wie, du willst eine Decke? Ja, warte, warte. Hier habe ich eine für dich. So, wir decken dich jetzt direkt mal zu. Hier, Skibidi Toilet, perfekt. Ich will auch noch was zu essen, aber beeil dich. Warte, ich hol's kurz, Freunde. Ich habe eine Idee. Wir operieren jetzt einfach Skibidi Toilet. Bevor wir Huggy Wuggy operieren. So, wir ziehen hier mal eine Spritze mit Schlaftrank auf. Und die geben wir ihm jetzt. Skibidi, ich habe auch noch was zu essen für dich. Hier, Skibidi Toilet. Gib her. Oh, er trinkt es wirklich. Das hat eklig geschmeckt. Wow, er hat schon alles leer getrunken. Oh, Skibidi Toilet ist so müde. Und ja, jetzt ist er eingeschlafen. Er schnarcht einfach wie so ein Baby. Dann können wir jetzt anfangen, ihn zu operieren. Und dann den Chip aus ihm rauszuholen, der ihn böse macht. Und zum Aufschneiden nehmen wir dieses Messer hier, okay? Ich heb das Tuch hier einmal hoch und wir machen ihn hier einmal auf. So. Ein gerader Schnitt runter, okay? Dann greifen wir mal in ihn rein und... Das ist ganz schleimig hier drin, Freunde. Aber wartet mal, ich spüre da was. Das ist bestimmt der Chip. Ziehen wir es mal raus und... Wartet mal, Freunde, ist das eine Klobürste? Ja, Freunde, wir haben einfach eine Klobürste aus Skibidi Toilet rausgezogen. Skibidi, warum hast du denn eine Klobürste in dir? Ach ja, er kann uns ja nicht antworten, Freunde. Und hier sehen wir auch seinen Puls. Das heißt, es ist mit ihm gerade alles in Ordnung. Sein Herz schlägt ganz normal. Oh, da kam gerade auch wieder ein Kommentar mit SpongeBob. Was meinst du damit? Sollen wir auch mal SpongeBob operieren? Freunde, gib mal einen fetten Daumen nach oben, wenn wir das auch mal machen sollen. Aber sonst spüre ich hier drinnen eigentlich nichts mehr in Skibidi. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter, aber... Für diesen Fall haben wir einen Röntgendetektor. Hier ist der Freunde. Wenn man mit ihm über Skibidi Toilet geht, kann man sein Skelett sehen. Und hier sehen wir jetzt wirklich das Skelett von Skibidi Toilet. Ich glaube, jetzt haben wir alles gescannt und ja, hier haben wir jetzt eine Komplettaufnahme von seinem Kopf und wow, hier oben ist der Chip drin in seinem Gehirn. Aber wie kommen wir an Skibidi Toilets Gehirn ran? Hm. Vielleicht ja durch den Spülkasten. Lass uns den hier hinten mal abnehmen. Wow, der spült sogar. Und jetzt greifen wir mal in ihn rein. So. Es ist wabbelig da drin, aber okay, hier einmal um die Ecke. Und ja, ich glaube, hier bin ich an seinem Gehirn. Es ist klein, Freunde. Aber gut, ich glaube, ich spüre da was. Ja, und das ist der Chip. Ich versuche ihn direkt mal rauszuholen. So. Und raus mit dem Chip. Und wow. Hier ist er, Freunde. Das ist der Chip, den wir gerade die ganze Zeit gesucht haben. Und der macht die Monster wie Skibidi Toilet böse. Das Ding ist, er wacht nicht auf. Skibidi, was ist mit dir? Warum wachst du nicht mehr auf? Aber Freunde, ich höre noch seinen Herzschlag. Eigentlich soll das... Leid, setz mich sofort wieder ein. Oh, Freunde, hat der Chip gerade mit uns geredet? Ja, das habe ich. Setz mich wieder in Skibidi ein. Wie, was? Ich soll dich wieder einsetzen? Auf keinen Fall machen wir das, Freunde. Wir haben jetzt einen lieben Skibidi Toilet und wollen ihn nicht wieder böse. Ohne mich wird Skibidi nicht mehr aufwachen. Er funktioniert nur durch mich. Setz mich ein. Doch das wird, er gibt mir den Chip, Doktor. Wow, okay, hier, Vogelmann. Ich werde ihn jetzt umprogrammieren, damit er gut aber wird. Lass das Es sieht wirklich so aus, als ob es funktioniert. Dann programmier du mal den Chip um, Vogelmann. Und wir kümmern uns jetzt direkt um Huggy Wuggy. Der ist ja auch noch böse und hat so einen Chip einge... Wartet mal, mein Handy klingelt gerade. Wednesday Adams ruft mich an, Freunde. Und es ist auch Punkt 3 Uhr nach. Lass uns direkt mal rangehen. Let's go. Hallo Wednesday, was willst du? Du schuldest mir doch was. Löst jetzt deine Schuld ein. Oh, ja, ist okay. Was willst du eigentlich von mir? Das weißt du ganz genau. Tu es oder ich lösche deinen YouTube-Kanal. Wie, du willst meinen YouTube-Kanal löschen? Freunde, abonniert jetzt immer noch schnell den Kanal, bevor Wednesday Adams meinen YouTube-Kanal löscht. Aber weißt du es wirklich nicht mehr? Du hast mir versprochen, dass ich ein leckeres Herz bekomme. Wie, ein Herz? Freunde, woher sollen wir denn jetzt ein Herz bekommen? Leih dir kurz was von Skibidi Toilet aus. Oh ja, stimmt, du hast recht, Vogelmann. Wir haben hier Skibidi Toilet liegen und der hat ein Herz. Dann lass mich nochmal in ihn reingehen. So. Es ist ekelig da drin, Freunde, aber ich glaube, ich hab's und ja. Raus damit, Freunde, hier ist es. Wow, es schlägt auch noch, ja. Wednesday, wir haben dein Herz hier. Sieht lecker aus, dann komme ich jetzt direkt vorbei, um es zu holen. Hey, du kommst jetzt vorbei. Oh nein, Freunde. Du musst nicht Wednesday. Oh, sie hat aufgelegt. Oh, was machen wir denn jetzt? Aber da kommt eine Idee. Lass uns Wednesday Adams doch eine Falle stellen. Und ihren Chip dann auch aus ihr raus operieren. Damit sie dann auch wieder nett wird. Und dazu nehmen wir einfach so ein bisschen Schleim aus, geben die Toilette. Und verteilen ihn hier bei unserem Eingang vom OP-Saal. Auf dem Boden so ein bisschen ausbreiten. Das sollte schon passen. Und wenn Wednesday Adams dann hier reinläuft, dann wird sie hier auf dem Schleim ausrutschen. Und dann können wir sie auch operieren. Und
Wow, hört ihr das? Da kommt sie auch schon. Lasst uns schnell verstecken, bevor sie uns sieht. Okay, Freunde, und hier kommt sie auch schon. Ja, sie hat gerade durch die Tür gelugt und kommt jetzt auch rein und jetzt tanzt sie. Oh, sie macht den Wednesday Addams Tanz. I dance, dance, dance with my hands. Aber jetzt kommt sie auch rum. In den OP-Saal hier rein. Wow. Und da ist sie jetzt auch ausgerutscht. Oh ja. Sie ist auf unsere Falle reingefallen und liegt jetzt da auf dem Boden. Lasst uns direkt mal zu ihr hingehen. Let's go. Wow, ja, es hat funktioniert, Freunde. Hier liegt Wednesday jetzt. Lasst uns sie direkt mal auf den OP-Tisch tun. Okay, Freunde, hier liegt Wednesday Addams jetzt auf unserem OP-Tisch. Schauen wir mal hier, ob wir irgendwas finden können. So, hier einmal reinschneiden. Okay, Freunde, und jetzt können wir eigentlich reingreifen und... Aber ich kann da eigentlich nichts finden. Nee, Freunde. Freunde, das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich muss in sie reingehen. Freunde, ich krabbel mal zu Wednesday auf den Tisch hoch. Und schau mal, ob ich da drin irgendwas finden kann. Schutzbrille auf und Luft anhalten. Und rein, Wednesday Addams, Freunde. Ich tauche ab. Freunde, es ist dunkel hier drin. Ich geh mal ganz rein. Freunde, war das eklig hier drin. Lass uns mal versuchen, wieder rauszukommen. Aber einen Chip habe ich da jetzt nicht drin gefunden bei ihr. Vielleicht ist Wednesday Addams auch einfach böse. Und man kann ihr gar nicht mehr helfen. Aber okay, gehen wir wieder raus und machen mit dem nächsten Monster weiter. Freunde, hier drunter liegt jetzt der böse Star der Bösewichte. Und den decken wir direkt mal auf. Es geht nämlich um einen bösen Zwilling, der hier in diesem Spiegel lebt. Böser Zwilling, bist du da? Böser Zwilling, hallo. Hallo, Doktor. Oh ja, er ist aufgetaucht. Was willst du von mir? Was ich von dir will? Ich habe gedacht, du willst vielleicht mal raus in unsere Welt kommen. Damit wir den Chip aus hier rausoperieren können. Der nicht so böse macht. Wie, du willst das Böse aus mir rausoperieren? Auf keinen Fall. Ich liebe es, böse zu sein. Ja. Oh, du hast aber keine Wahl, böser Zwilling. Wir schütteln dich jetzt einfach aus deinem Spiegel raus. Let's go. Und jetzt raus mit dir, böser Zwilling. Wow. Wow. Oh nein, es hat wirklich funktioniert. Ich will wieder zurück in mein Spiegel. Oh nein, warum funktioniert das nicht? Aber ist ja auch egal, ich bin böse. Wow, Vogelmann, da ist er wirklich. Darf ich den bösen Zwilling dieses Mal operieren? Wie, du willst ihn operieren? Kannst du das überhaupt? Ich habe noch nie operiert, aber ich glaube schon. Okay, das müssen wir erstmal testen. Und du kannst schon mal deinen OP-Kittel anziehen, böser Zwilling. Auf keinen Fall ziehe ich den an. Ich werde heute nämlich nicht operiert. Wobei, eigentlich steht er mir, oder? Oh, sehe ich gut aus. Vogelmann, wenn du es schaffst, aus diesem Patient hier drei Organe rauszuholen, ohne dass deine Nase leuchtet, dann darfst du meinen bösen Zwilling operieren. Ja, okay, das bekomme ich hin. Fang du schon mal an und ich kümmere mich um den bösen Zwilling. Böser Zwilling? Hä, Freunde, wo ist denn der böse Zwilling hin? Oh nein, Freunde, wo ist der böse Zwilling hin? Oh nein, Freunde, das ist schwieriger, als ich dachte. Die Nase leuchtet immer wieder auf. Hoffentlich hat Doktor das gerade nicht gesehen. Oh, da bist du ja wieder, Dr. Light. Warum hast du meine Klamotten an? Und ich hab deine an. Wo, wie sehe ich denn aus, Freunde? Wie der böse Zwilling, aber ich bin der echte Dr. Light. Warum ich deine Klamotten anhabe? Na, du siehst jetzt so aus wie ich und ich sehe so aus wie du. Und das bedeutet, Vogelmann wird dich operieren. Und nicht mehr mich, weil er denkt, ich wäre du. Aha! Ich bring dich jetzt direkt mal auf die Liege. Komm mit. Vogelmann, wie ich sehe, bist du erfolgreich gewesen. Ich habe leider kein Organ herausbekommen. Ja, ist doch auch egal. Du operierst jetzt, Dr. Light. Ich meine den bösen Zwilling von ihm. Was ist mit deiner Stimme? Du hörst dich so anders an. Wie meinst du das, Vogelmann? Meine Stimme ist ganz normal. Du wirst jetzt Doktor den bösen Zwilling operieren. Ja, okay, dann fange ich jetzt an. Ich freue mich schon. Nee, Vogelmann, das verstehst du falsch. Ich bin der echte Dr. Light. Der böse Zwilling hat mir nur seine Klamotten angezogen. Sei leise, du bist der böse Zwilling. Natürlich sagst du das. Ganz genau, Vogelmann. Sowas würde nur ein böser Zwilling sagen. Du kannst fortfahren mit der Operation. Lass uns den bösen Zwilling doch lieber einen Herztrank geben. Wie einen Herzzaubertrank? Lass uns doch lieber einen Chip in ihn einpflanzen, damit er böse wird. Nein, damit würden wir ihn nur noch böser machen. Jetzt rein mit dem Chip in ihn. Nein, Vogelmann! Du bist gar nicht Dr. Light, du bist der böse Zwilling. Oh nein, Vogelmann hat mich wirklich erkannt! Ich muss schnell wieder in die Spiegelwelt zurück. Rein, aua! Wo ist die Luft wieder rein, Vogelmann? Ich dachte schon, ihr operiert mich jetzt wirklich böse. Aber gut, so wie ich es gehört habe, ist der böse Zwilling jetzt ja wieder in der Spiegelwelt, oder? Ja, er ist wieder weg. Okay, dann können wir jetzt ja direkt mit Hagiwagi weitermachen. Ich ziehe mich jetzt erstmal wieder ins OP-Outfit um. So, Freunde, die Zeit für Hagiwagi ist gekommen. Und ihm werden wir jetzt auch noch den Chip rausoperieren. Wir müssen aber erstmal wissen, wo er ist. So, hier ist der Scanner und wir gehen jetzt einmal nach hier unten, ob hier irgendwo der Chip ist. Aber nee, es sieht nicht so aus. Und jetzt gehen wir mal wieder nach oben. Okay, vielleicht sehen wir ihn hier irgendwo, aber bisher kann ich noch nichts erkennen. Freunde, wenn ihr was erkennt, dann schreibt es direkt mal in die Kommentare, weil wir sehen das ja hier auch. Aber wow, schaut mal hier. Hier wird der Chip gerade erkannt, Freunde. Das heißt, er muss genau an dieser Stelle hier sein. Dann schneiden wir ihn hier direkt mal auf. So, hier einmal rein. So, und jetzt ist hier auch schon das Loch drin. Perfekt. Und hier können wir jetzt reingehen und nach dem Chip suchen. Okay, hier spüre ich, glaube ich, seine Lunge und hier, wow. Was ist das denn, Freunde? Es sieht aus wie ein Schnurrbart oder so. Oh ja. Wir sind jetzt eine britische Doktor. Operieren, der Hagiwagi. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen tiefer graben und, oh ja, da kann ich
ich etwas erkennen. Und das fühlt sich wabbelig an. Oh. Ganz viele Perlen irgendwie. Woher kommen die denn? Spaß, Freunde. Ich bin natürlich noch der normale Dr. Light. Aber hier sind einfach nur solche Perlen drin. Aber oh, der Puls von Hagiwagi spielt verrückt. Der wird immer schneller. Oh nein, was haben wir getan? Oh, oh nein. Oh, Hagiwagi ist einfach ein Geist geworden. Wow. Hagiwagi ist schon weg. Das Ding ist, wir müssen ihn irgendwie wieder zum Leben erwecken. Aber ich habe da den genau richtigen Trank dafür. Hier. Der Herztrank. Das ist so ein Wiederbelebungstrank. Mit dem wir ihn wieder gut machen. So, hier einmal aufmachen. Und wir schütten den Trank in ihn rein. So, einmal den ganzen Trank rein. Perfekt. Jetzt müssen wir noch Rüri machen. Rüri, Rüri. Und hoffentlich wirkt der Trank gleich. Hagiwagi. Hallo, bist du wieder bei uns? Wow, sein Puls ist wieder da, Freunde. Dein Herz schlägt auf jeden Fall schon mal wieder. Aber er bewegt sich.